Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen nach ja, 2 Monaten wieder. Ich musste feststellen, ich habe 2 Monate lang kein Video gemacht. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Wie ihr wisst, die Welt hat sich trotzdem weiter gedreht und ich hatte mir auch schon so Sachen überlegt, die ich so an Videos gerne hätte machen wollen. Da war das Thema Gruppenzwang. Ich werde jetzt einfach nur mal kurz nochmal ansprechen, was ich gemacht hätte an Videos. Weil ich glaube, es lohnt sich jetzt fast nicht mehr, noch eigene Videos dazu zu machen, weil das waren Themen, die mich Anfang des Jahres beschäftigt haben. Und zwar, weil dieses Thema Gruppenzwang, gut, das kann man noch auf andere Sachen beziehen. Ich hatte es jetzt auf das Thema Corona und Masken bezogen. Und zwar ging es ja darum, dass wir im Februar die Masken haben alle fallen lassen. Und dann hatte ich hatte ja auch dazu schon ein Video gedreht und kaum was abgedreht. Fiel mir ein, verdammt, da war doch noch dieses Thema Gruppenzwang, was ich noch gerne in das Video reingemacht hätte, aber irgendwie hatte ich dann keine Lust, nochmal neu zu drehen. Und deshalb kommt jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag dazu, dass ich das so empfunden hatte, dass wenn ich da zum Beispiel eine Maske getragen, aufgesetzt hatte, im Bus oder so, und dann hast du plötzlich gesehen, dass es andere Leute gab, die dann auch welche aufgesetzt haben und da hatte ich so das Gefühl, das war so Gruppenzwang. Hätte ich keine Maske getragen, hätten die es halt auch nicht gemacht. Und dieses Thema Gruppenzwang, was ich da halt eben jetzt gerade ansprechen wollte, war halt eben darauf bezogen, dass ich so das Gefühl hatte, dass die Leute Anfang des Jahres, zumindest in meiner Gegend oder da, wo ich immer unterwegs war, dass die Leute gerne wahrscheinlich Maske noch getragen hätten, aber es irgendwie sich nicht vielleicht nicht so getraut haben. Das war so mein Gefühl. Jetzt ist das Thema Maskenpflicht ja eh hinfällig. Jetzt sieht man ja wirklich kaum noch Leute, die irgendwie Maske tragen. Ist auch alles schön und gut. Ich denke, irgendwann, keine Ahnung, ist es halt so. Ist halt eben weiterhin nur schwierig für die Menschen. Man sieht ja vereinzelt immer noch Leute, die Maske tragen und dann darf man sich dumme Blicke oder blöde Sprüche reinziehen. Da wird man dann immer eher so hingestellt für jemand, der irgendwie Angsthase ist oder sonst was. Ihr wisst ja alle nicht, warum die Leute Maske tragen oder nicht. Es gibt ja immer noch Leute, die vielleicht eine Autoimmunerkrankung haben oder sonst was. Gut, das wollte ich jetzt aber auch gar nicht mehr weiter thematisieren. Das wäre ein extra Video für Anfang des Jahres gewesen, wenn ihr was zu. Yo, und da waren sie wieder meine Probleme. Hier schaltet sich immer irgend so eine App rein. Und die unterbricht dann die Videos. Ich muss da echt mal gucken, ob ich die nicht mal irgendwie langsam mal deinstalliere. Ich vergesse es immer wieder. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch was in den Kommentaren schreiben zu diesem Thema, was ich gerade mit euch da besprochen habe. Und ansonsten ist mir noch was zum Thema Zwischenmenschliches eingefallen, wo ich auch noch mal ein extra Thema gemacht hätte, aber irgendwie ist das jetzt auch schon wieder länger her. Und zwar ging es da noch mal um das Thema Einzelhandel. Ich weiß nicht, es war so, ich war irgendwo halt einkaufen und dann wurde halt eben durchgesagt, dass man bis zu 10 Sachen, glaube ich, an der Information bezahlen kann. Und dann hatte ich irgendwie 8 Sachen und gehe dann dahin und werde dann halt sozusagen angeschnauzt, in Anführungsstrichen, warum ich jetzt herkomme. Und weil man sollte das innerhalb der 10 Minuten machen. Und das wurde aber nicht mit durchgesagt und deshalb, ja, das fand ich sehr komisch, dieses Verhalten. Ja, und komischerweise hat sich diese Frau dann jetzt vor 1, 2 Wochen an mich erinnert, als ich dann zu ihr hingegangen bin und gefragt habe, ob ich denn mit 3 Sachen jetzt hin dürfte. Und dann hat sie gesagt, das wissen Sie doch, das dürfen Sie doch. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, alles klar. Also, ja, das hatte mich, da hätte ich damals wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das überhaupt kennt, dass man auch an der Information bezahlen darf und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es noch ein drittes Thema und dieses dritte Thema, das werde ich im nächsten Video behandeln, denn ich habe irgendwie auch gehört, dass man sich über das Internet küssen kann. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.